Hallo, ihr Quirlinge. Arik und seine Gefährten sind im Königssarg von Stauholz, um hier ein paar Sachen abzuschließen. Es gab hier ein paar Klauereien und Terna, die Zauberin, wurde für die Schauspieltruppe, Holzbein heißt sie, glaube ich, engagiert. Geht mal zum Strahlenden Hof. Dort gäbe es dann etliche Rohlinge, kommen aus der nahen Gasse. Ach, hat Jakob Harker die doch geschickt? Ich habe ihn ja im letzten Teil eingeschüchtert. Na kommt nur. Ich brauche gerade wieder ein bisschen Beute zu verkaufen. Alles gut. Sagt ihr was? Ja. Eadmund der Fuchs. Sieh an, sieh an. Wenn das nicht Harkers neuer Geschäftspartner ist. Das war ja eine Menge Geld, das zwischen euch die Hände gewechselt hat. Ach, weißt du was? Ich habe gar keinen Bock auf so eine Diskussion. Du stehst mir im Weg. Ja, ja. So. Also. Segnung. Pistolier. Gedankenschinder ist scheiße. Halunke ist auch scheiße. Pistolier. Die Pistoliere ignoriere ich erstmal. Halunke. Gedankenschinder, der macht mir gerade am meisten Sorgen. In die Wade ohne Gnade. So, Arik, bleib mal kurz hier, weil hier werden irgendwelche Typen ankommen, um hier die Fernkämpfer zu attackieren. Und du rammst den mal um. Nee, Därchen. Jetzt. Ja, ich wusste es doch. Drinki hat Aggro, das ist nicht gut. Ist alles nicht so gut, was ich ja gerade sehe. Arik, wo bist du? Du bist da. Attacke. Dringil muss leider sich verdrücken. Ytwin muss das gleiche tun. Xoti segnet. Eder. Dahin. Hallo, ihr Schurken. Danke, Menschenskinder. Geht mal weg. Schurke 1. Schurke 2. Arik tritt ihm mal gegens Schienbein. So, Xoti, die haben dich lieb. Hast du gesegnet? Das hast du gemacht. Andacht für die Gläubigen. Hier auf alle Nahkämpfer und dich. So, meine beiden Schurken. Jetzt nochmal neu. Wadenschüsse. Der lebt ja noch. Eins. Zwei. Der hast du den, du hast den. Ich hau den mal um, der zaubert gerade, er spinnt wohl. So, der Gedankenschinder wäre weg. So, der Halunke ist das Problem. Ihr müsst Xoti helfen. Ich glaube, Arik und Eder haben gerade keine Zeit. Attacke. Xoti, du hast gewirkt. Hast du gewirkt? Die Andacht? Ja, die hast du gewirkt. Mach mal ein bisschen den da. Kann ich schaden? Du hast gerade nichts zu tun. Box ihm mitten ins Gesicht. So, der Halunke hat ein größeres Problem. Xoti leider auch. Scheinendes Leuchtfeuer gegen Wille. Warum nicht? Aber Eder, du musst echt mal hier rumlaufen. Es tut mir leid. Ihr schießt übrigens weiter diesen Schurken weg. Mach mal hier rein ins Getümmel. Danke. Xoti, du schießt noch. Du hast die Akku von diesen Typen da hinten. Das ist auch schlecht. Xoti! Das wird nichts mehr werden. Das wird nichts mehr werden. Ich glaube, wir werden Xoti wieder verlieren. Toll, er hat eine Verwundung. Das ist ja total bescheuert gelaufen gerade eben. Ah, dieser Mistköter da hinten. Ah, es war taktisch von mir komplett falsch, das zu spät zu sehen.
Was hast du denn jetzt, meine Liebe? Naja, geht noch. Hau ihn um. Jetzt. Schießen. Ja, wir schießen zurück. Ganz einfach. So, und ihr beiden. Schuss auf den, der nervt. Das ist dieser Dicke. Arik, mach mal neue Kraft. Das kriegst du auch gleich noch eine ab. Hau dem in die Schnauze. Nochmal. Danke. Was alle auf den da. Einen Wadenschuss habe ich noch. Der Kampf war total einfach. Der war mega einfach. Box ihn. Und greif ihn aber auch an, wenn es geht. So. Mein lieber Jakob Hager, wir müssen uns unterhalten. Und zwar ganz dringend. Was habe ich denn an Beute bekommen hier? Neue Sachen? Oh, schöne Sachen. Immerhin. Ich finde einen Ring des geringen Schutzes. Den kann vielleicht noch jemand tragen, aber ich glaube es eher nicht. Stiefel des Steins. Gewandtheit und Entschlossenheit. Resistenz gegen Machtwirkung. Vielleicht, wer weiß. Ein durch die See verwittertes Zauberbuch. Guter Säbel, bisschen Gold, bisschen Kram. Ja. Und da noch ein bisschen was. Normales Zeug. Logbuch der Sturmwände. Was ist denn das? Ich glaube, das ist ein allgemeines Buch. Also Logbuch der Sturmwände, das wird kein Questbuch sein. Nee, ist es nicht. Und ich bin Seemannsliedstraße, heißt das hier. Aha. Wie üblich kann man ja in solchen Gassen wieder nichts finden, korrekt? Ja, ich gehe davon aus, ganz stark. Dann zurück in den Königssarg. Ganz schnell. Jakob Hager, entweder hast du uns jemanden auf den Hals gehetzt oder irgendwer ist dir nicht wohlgesonnen. Darauf wird er antworten. Weißt du, wie lang die Liste ist? Wird er sagen. Ah. Jakob Hager sagt, was kann ich für dich tun? Ich bin einem Freund von dir zufällig über den Weg gelaufen. Eamund, dem Fuchs. Kein Freund von mir, lass mich raten. Er hat behauptet, ich hätte dich angeworben, um meinen Ruhestand an den Nagel gehängt. Ich verstehe nicht, warum niemand mir jemals glaubt, wenn ich erzähle, dass ich dieses Leben hinter mir gelassen habe. Vor allen Dingen, weil ich sie hinterher üblicherweise umbringe. Er schüttelt den Kopf. Jedenfalls vermute ich, dass der alte Wiesel Eamund seine Begegnung mit dir nicht überlebt hat. Der dumme Bastard hat noch nie gewusst, wann er besser nachgeben sollte. Okay, das nützt überhaupt nichts. Handeln. So, ganz kurz den Kram hier verticken. War irgendwas dabei? Guter Säbel, braucht kein Mensch. Das und das. Ja, das war's schon. Ugh, ich fühle mich so arm. Aber gleich geht's den Helden besser. Nächster Versuch, nächster Anlauf. Dahin zu kommen, zum strahlenden Hof. Da habe ich zwei Questen abzugeben. Nein, drei. Und es sollte doch langsam mal klappen, damit ein bisschen mehr Kohle. Und die Schauspieler, richtig. Kalandra. Vielen Dank, dass du uns Terna zurückgebracht hast. Ihre Sturm- und Wetterzauber sorgen wirklich für eine tolle Atmosphäre im Stück. Und da wir jetzt einen wirklich großen, echten Rowling als Eotas haben, können wir ein richtiges Stück aufführen. Bleib doch für die Vorführung. Ich denke, es wird dir wirklich gefallen. Sie breitet ihre Hände aus, so als ob sie sich gleich verneigen würde. Stattdessen schnippst sie mit den Fingern und die Bühne hinter ihr wird dunkel. Das Zeichen, dass die Vorführung beginnt. Haha, okay. Da sitzen sie in der ersten Reihe, mit Geweih. Werte Piratinnen und Piraten und all ihr Tunichtgute, macht euch bereit für das größte aller nervenkitzelnden Vergnügen.
Und nun präsentiere ich die grüne Gefahr. Lasst uns mit unseren tapferen Jungmannschaften beginnen. Das lüsterne Ruder und die Torheit des Schicksals. Zwei Schiffe seit Wochen unterwegs auf hoher See. Auf einem höchst wagemutigen Abenteuer. Auf der Suche nach den unbekannten Inseln. Weh und Folter seit Monaten auf hoher See und immer noch kein Schatz. Bist du sicher, dass es diese unbekannten Inseln wirklich gibt, Kapitän? Wir haben seit Tagen kein Land gesehen. Wären sie so einfach zu finden, dann wären sie wohl kaum die unbekannten Inseln, oder? Wenn ihr an Meuterei denkt. Land in Sicht, Land in Sicht. Da am Horizont eine klumpig aussehende Insel zu sehen. Da kommt Eotas. Klumpig. Das ist keine Insel, das ist die grüne Gefahr. Wir sind dem Untergang geweiht. Seelen und Gold und Ruhm, all das werdet ihr mir geben. Er hat seinen Satz auswendig gelernt, der Aumauer. Denn ich bin ein Gott unter Göttern und eine wahre Gefahr auf den Meeren. Seelen und Gold und Ruhm, gebt den Dämmerungssternen die Schuld, denn sie haben mich beschworen. Das wird unser Ende sein, jawohl. O Ondra, nimm mich jetzt. Und nun muss ich mich sättigen. Dieser Nebel. Jetzt kommt sie wieder. Und das war die Geschichte, wie Eotas eine Flotte unserer besten Seemänner versenkt hat. Ob fliegender Henker oder grüne Gefahr, siehst du eines von beiden kommen, segelst du ganz schnell in die andere Richtung davon. Vielen Dank. Spenden und Trinkgelder werden gern genommen. Wie drollig. So, eine saubere Leistung. Kehre zur Holzbeintruppe am strahlenden Hof zurück. Das ist jetzt abgeschlossen. Jawohl. Sie lieben uns. Merkst du das? Sie lieben uns. Gottverdammt, noch eins. Dank dir. 1500 Kupfer. Dankeschön. So. Und Eder, das würde ich mir jederzeit nochmal anschauen. Ach schön. Oh, ich habe Stufenaufstiege. Aber ich glaube, ich mache erstmal mit den Desiral-Questabgaben weiter. Dann haben wahrscheinlich auch Dringil und Itwin ihren nächsten Level up. Desiral, wo warst du denn nochmal, meine Liebe? Du warst doch irgendwo... Ach Mensch, wo warst du? Nee, das ist schon zu weit. Du warst doch hier. Da, natürlich. So. Desiral, schön, dich wiederzusehen. Desiral lächelt dich freundlich an. Hm? Sie lässt eine Münze über ihre Fingerknöchel tanzen und ihre Augen funkeln vergnügt. So, Großadmiral Imp. Also ist der aufgeblasene Kerl ein für alle Mal erledigt. Gut gemacht. So, Großadmiral Imps Kopf weg. 1700 Kupfer erhalten. Und die Queste abgeschlossen. Und natürlich gab es auch Erfahrung. Das müsste fast schon der Level-Up für Dringil gewesen sein. Und für Ytwin. So, dann. Lady Impero getötet. Endlich ist die Lady gefallen. Du hast bereits meine Dankbarkeit. Jetzt bekommst du auch mein Geld. So, dicken Beutel Münzen erhalten. Kopf weg. 2500 Münzen dazu. Und... weiter. Katrin. Ich hoffe, Katrin hat dir eine gute letzte Show geliefert. Sie grinst verschlagen wie eine Dschungelkatze. Katrin, Kopf weg, 3500 Kupfer, Quest erledigt. Nur mehr ein Besatzungsmitglied übrig, genau, aber das traue ich mir doch nicht. So. Danke. Ja, das gab mehr als genug Erfahrung. Dann suche ich mir mal ein ruhiges Eckchen und mache die nächsten Level-Ups für meine Lieben hier. Ne, geht mal hier rein. Ich will sowieso in die Schatztruhe und da ist es ein bisschen leiser. Da gibt es keinen Regen und so weiter. Das ist angenehmer. Genau. So. Arik. Bum, 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 bum. Du bekommst einen Punkt auf Arcana und einen Punkt auf Tiefblick. Weiter. Neue Kraftstufe, 2 weitere Punkte. Was hast du denn Schönes? Ich kann die Dualität der sterblichen Präsenz weiterentwickeln zu Eisenrad. Der Mönch wird mit all seinem Verstand der physikalischen Welt, wodurch er einen Bonus auf Abwehr erhält. Das ist nicht schlecht. Der Schmerz seiner Wunden ermöglicht es dem Mönch, Schadensreduktion gegen erlittene Angriffe aufzubauen. Es ist nicht verkehrt. Und das hier ist Ratschlag.
Da bin ich. Achso, das ist das andere. Dann sind die Tapferkeit, Reflexe, Wille. Ja. Dann hätte ich hier das hier. Pfad des Flaggelandens. Das kommt mir bekannt vor. Und der Mönch schießt blitzschnell auf ein weit entferntes Ziel zu. Alles, was in seinem Weg steht, wird mit gewaltigem Schmetterschaden und Mali auf Verteidigung belegt. Das habe ich, glaube ich, gehabt, auch im ersten Teil. Das war nicht schlecht. Zauberresistenz, auch nicht verkehrt. Scheiden tut weh, plus 1 Wunden. Gegner, die eine Angriffsbindung mit dem Mönch lösen, fügen dem Mönch eine Wunde zu. Oder das hier. 10% kritischer Schaden, also plus 10%. Erhöht den durch kritischen Schaden, kritischen Treffer verursachten Schaden. Ja. Unheimliches Glück fehlt dir noch. 5% Treffer zu kritischen Treffern umgewandelt. Das ist auch nicht verkehrt. Ziele angreifen. Nee. Also, ich würde mal sagen, du bekommst das unheimliche Glück und den Pfad des Flaggelanden. Genau. Weiter. Und das war's. Stufe 11 ist sie mittlerweile. Schön. Ederchen. Du bekommst einen Punkt auf Einschüchtern und einen Punkt auf Athletik. Weiter. Auch bei dir die neue Kraftstufe. Ich hätte hier das, was ist das eigentlich? Erfrischende Verteidigung. Der Kämpfer wird wild entschlossen, alle eingehenden Schläge abzuwehren, wodurch alle Verteidigungen kurzzeitig verstärkt werden, aber nur für 15 Sekunden. Das ist mir zu wenig. Was ist das hier? Vertreibung. Schwingt die Nahkampfwaffe des Kämpfers in einem großen Bogen und streckt Pfeile nieder und fügt ihnen Schmetterschaden zu. 10% Resistenz gegen Zauber ist natürlich eigentlich wichtig. 10% kritischer Schaden ist für dich nicht so wichtig. Überwältigender Schutz plus 15 Genauigkeit mit Absetzangriffen. Nee. Plus 1 maximal Disziplin ist auch nicht notwendig. Plus 4 Abwehr. Ja, das wird's doch sein. Du bekommst überlegene Abwehr und die Zauberresistenz. Weiter. Immer schön defensiv bleiben als Tank. Zeig mal dein Schild her. Wow, guck mal. So sieht er aus. Oh, ist nicht schlecht. Ederchen, so langsam kriege ich dich wieder dahin, wo du warst am Ende von Pillars of Eternity 1. So, weiter. Und dann. Xoti, du bekommst auf jeden Fall einen Punkt auf Religion und von mir aus einen auf Alchemie. Das ist okay. Weiter. So, du hast auch die neue Kraftstufe als Priester. Was hast du denn hier Neues? Das ist die Zeit heilt alle Wunden. Ersucht die Götter um mehr Zeit, wodurch die Dauer aller zuträglichen Effekte bei Verbündeten im Wirkungsbereich verlängert wird. Aber nur um 10 Sekunden. Das ist, naja. Geistiger Verbündeter ruft einen treuen Verbündeten des Priesters von jenseits der Ebenen herbei. Das ist ein geistiger Verbündeter. Säule des heiligen Feuers gegen Reflexe beschwört eine flammende Säule des rechtschaffenen Zorns, die alle im Wirkungsbereich verbrennt. Und ich bekomme auf alle Fälle das hier, geringe Fürbitte. Oh, die war gut. Er bittet die Hilfe des Gottes des Priesters, wodurch die Ausdauer wiederhergestellt und die Dauer abträglicher Effekte bei allen Verbündeten im Wirkungsbereich verringert wird. Mhm. Du hättest dann an passiven Sachen die Zauberresistenz und du hättest verbesserte kritische Treffer. Und du hättest das hier, was ist das? Angriffsgeschwindigkeit mit heraufbeschworenen Waffen? Nee. Flinke Beschwörung. Plus 10% Angriffsgeschwindigkeit mit Zaubern. Da ist man um ein Zehntel schneller. Das ist jetzt eigentlich, oh, das ist mir fast kein Punkt wert, ganz ehrlich. Tja, was dann? Was dann? Früher gab es im ersten Teil gab es dieses Heilung. Das war in verschiedene Sachen zerfallen. Da gab es geringe Wiederherstellung, mittlere, große und irgendwie ganz große. Es gibt jetzt nur noch dieses eine Wiederherstellen. Das ist auch interessant.
Stopp. 15 Sekunden bewegungsunfähig. Wachsame Präsenz. Also ich würde sagen, du bekommst die Säule des heiligen Feuers. Die kann man durchaus ab und zu mal gebrauchen. Und sollte ich dich resistenter machen oder sollte ich das nicht tun? Ah, die Reichweite ist bei dir natürlich auch. Ja, Reichweite. Das kann bei Heilung kann das sehr wichtig sein. Also du bekommst Reichweite und Säule des heiligen Feuers. Die kriegen wir bitte sowieso. Weiter. Dann Dingilein, Schurkenpower. Du legst vor und Ytwin macht's danach. Ach, sollst du Mechanik bekommen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall bekommst du Findigkeit. Ich meine, du hast jetzt schon 15 Mechanik. Na gut, das, also 15 ist das Höchste, was ich jemals gesehen habe bisher im Spiel. 15. Aber vielleicht gibt es ja auch 16. Garantiert, es wird auch 20 geben. Na komm, Mechanik 11. Ich will das gleich aufmachen können. Weiter. Und dann hast du schöne neue Fähigkeiten, nämlich zum Beispiel Toxischer Schlag. Der Schurke zieht auf eine lebenswichtige Stelle, wodurch dem Ziel zusätzlicher Schaden zugefügt und es geschwächt wird. Toxischer Schlag verursacht auch Korrosionsschaden über Zeit, der umso stärker wird, je länger er aktiv bleibt. Also ein vergifteter, vernichtender Schlag. Punkt. Und das andere ist ein zerstörerischer Schlag. Zusätzlicher Schaden, wodurch das Ziel geschwächt wird. Wenn der Schwächungseffekt endet, erhält das Ziel die Wirkung entkräftet. Wie lange? 15 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Was ist das hier? Totschläger. Der Dieb führt einen Primärangriff aus, der das Ziel verwirrt und zum Humpeln bringt. Verwirrt und humpeln für 30 Sekunden. Das ist viel. Und kostet ein Arklis, das ist günstig. Was hätte ich hier? Verbesserte kritische Treffer plus 10% kritischer Schaden. Das musst du unbedingt kriegen. Was ist das hier? Schwerfassbarer Geist. Schurken, die verletzt oder dem Tode nahe sind, erhalten Immunität gegen Wirkungen auf den Geist. Aha. Oder Zauberresistenz. Jo. Also du bekommst die verbesserten kritischen Treffer und du bekommst das Ding hier. Wie heißt das? Totschläger. Genau, weiter. Fertig. Und Ytwin. Genau das gleiche. Nee, nicht ganz. Du bekommst einen Punkt auf Bluff. Und du bekommst einen Punkt auf... Mechanik bekommst du nicht, oder? Moment mal überlegen. Mechanik... Nee, ich glaube, das wäre zu viel. Oder doch? Na, schwierig. Na komm, Mechanik, fertig. Und du bekommst das gleiche, nämlich den Totschläger und die verbesserten kritischen Treffer. Fertig. Ende. Jawohl, sehr schön. Jetzt hätte ich hier noch was zu tun, und zwar gibt es hier noch irgendwo was zu klauen. Und zwar, laut meiner Liste, eine 7er und eine 15er Truhe. Beides da unten hier, also hier in diesem Laden drin. Na, Ach, das habe ich schon gefunden, glaube ich. Richtig? Doch, da bin ich mir relativ sicher. Oder? Geifercheck-Alarm? Keine Ahnung, ob das schon geplündert ist. Hallo, Dringil. Oh, da braucht man ja einen... Ach, das habe ich schon gefunden, richtig. Ich habe den Schlüssel absichtlich nicht genommen, weil ich ja hier selber knacken will. Schnell! Das ist eigentlich Quatsch, weil das kann ich ja auch so machen. Geh weg, geh weg. Ne, ist es gut. Kreis weg, Pause und jetzt dahin. Schnell. Ich finde eine Halskette der Feuerbälle. Was war das andere, was hier noch zu klauen war? Hier waren zwei Sachen.
Oh, was war das doch, das andere? Ach, hier. Oh, das ist einfach. Oh, schillernde Schuppe, was Einzigartiges. Ja, das habe ich schon mal durchgelesen, als ich damals hier war. Das ist eins von ihrem Angebot, eine mittlere Rüstung. Plus 10 alle Verteidigung gegen Elektrizität, Frost, Feuer, Wasser und so weiter. Man kann eine größere Fäule beschwören. Das ist nicht schlecht. Sie ist hervorragend. Nimm sie mal an dich. Danke. So, ist das erledigt. Danke. Dann geht mal raus. Wo ist die Tür? Da. Und hier? Mal kurz schauen. Ich habe eine mittlere Rüstung. Xoti hat bisher lediglich eine außergewöhnliche Lederrüstung. Vielleicht ist das was für Xoti. Weil ihre Rüstung ist ja nur eine Standardware. Halt. Vergleichen. Also, sie hat mehr Rüstungsschutz. Es ist ein bisschen langsamer dadurch. Was kann ich denn noch draufpacken? Verbrennungsbrechung. Minus 10% Brennungsschaden erlitten. Korrosionsbrechung, ja. Tja, aber größere Fäule beschwören ist halt schon irgendwie interessant. Für Eder ist das nichts. Der hätte auch mit der zweiten Chance, also die braucht er auf alle Fälle. Dringil, du hast... Das ist eine Schurkenrüstung, die wirst du behalten, auf alle Fälle. Und du hast ja auch eine Schurkenrüstung. Ach komm, Xoli, dann zieh die halt an. Guck mal, ist doch schick. Wow. Du siehst ein bisschen, also du und Eder, ihr habt jetzt hier Partnerlook oder so, kann das sein? Natürlich. Diese grüne Farbe, die sie beide haben, die habe ich ihnen nicht eingestellt, die war von Natur aus so. Und dann haben sie auch noch irgendwie jetzt diese schuppigen Dinger. Ich drehe euch immer wieder so, dass ihr frontal steht und ihr steht ja nie frontal, wenn ich wieder auf euch reinklicke. Ja. Dann kann die Rüstung, das ist eine, na gut, die kommt einfach mal weg. So. Irgendwas zu tun. Achso, hier, richtig. Ich habe von diesem Typen Ring des geringen Schutzes. Braucht es jemand? Ytwin hat noch einen Finger frei. Der, du hast einen Ring, der dich heilt. Und Arik, du hast diesen Ring. Also deine Verteidigungen steigen halt. Ja, das ist besser. Steigen im Kampf. Plus 10 Wirkungsbereich. Ich würde ja fast sagen, wobei 10 Wirkungsbereich, da wird ist ja der Kreis größer, das brauchst du. Plus ein Priester Wiederherstellung und Kraftstufe. Ich habe keine Ahnung, was genau das eigentlich sein soll. Ganz ehrlich. Ich versuche es mal gerade herauszufinden. So, also es ist folgendermaßen, so wie ich das verstanden habe. Kraftstufe ist einfach die... Ja, wie nennt man es? Die Kraft oder die Güte oder die Wirkungskraft eines Zaubers oder eines Gebets. Und je höher das ist, desto mehr... heilt Xoti. Und es bezieht sich hier ja auch nur auf den Wiederherstellungsspruch, auf das Gebet. Das ist ja dieses Heilen. Und wenn Xoti, die ist jetzt Stufe 11, genau, hat die Kraftstufe, keine Ahnung, 5 oder 6 jetzt. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Stufe 6 wahrscheinlich. Und mit dem Ring würde sie praktisch Wiederherstellung wirken, als wenn sie eine Stufe mehr hätte. So habe ich das verstanden. So. Und da sagt er dann auch, was der Kraftschwall eigentlich ist. Der Kraftschwall würde dann plus 1 alle Kraftstufen, der würde also, wenn ich den am Anfang des Kampfes mit ihr mache, dann werden alle Gebete, die sie hat, eine Stufe aufgewertet. Man sieht jetzt nicht wirklich, was das dann auslöst. Zumindest habe ich es bisher nicht gesehen, wo man das sehen würde. Aber das ist natürlich schön. Und gerade dieses Heilen, das ist ja das Wichtigste, was sie im Zweifelsfall tun muss. Deswegen sollte sie diesen Ring behalten. Genau, diesen. Und den eigentlich auch. Okay, dann hätte ich hier Dringil.
Du hast diesen Gauns Schwurring. Damit kannst du auch heilen. Das ist auch nicht verkehrt, wenn sie mal nicht mehr ist oder irgendwo weit weg oder beschäftigt. Einen solchen Ring hast du schon, dann sind deine Finger auch besetzt, also bleibt nur Ytwin übrig. Und wer hat den Ring nochmal? Arik. Halt! Das ist dein Ring. Gratuliere, du hast 101 Reflexe jetzt mittlerweile. Och, guck. Ederchen hat langsam auch die Werte, die meine Gegner ständig haben. Bis auf Wille, der ist ein bisschen scheiße. Ich habe dir schon Wille des Bullen gegeben. Wie kann ich das noch ein bisschen steigern bei dir? Ich müsste dir etwas geben, was dir... Wo ist es denn hier? Intelligenz steigert. Richtig. Aber was sollte das denn sein? Du hast ja auch schon viele Dinge, die du hier brauchst. Gib Todesruhen. Was war das? Ach, Schadensreduktion, wenn ein getöteter Gegner in der Nähe ist. Ja, das ist das auf alle Fälle. Maximal Gesundheit, ja. Deine Rüstung, ja. Der Ring, der heilt dich halt. Die Schuhe geben Reflexe. Hm. Der Umhang ist auch, also gibt alles. Plus 2 maximal Disziplin. Da bin ich nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist. Weil mit Ederas Disziplin kämpfe ich nicht so viel im Moment, weil er nicht so viele gute Sachen hat, die man benutzen kann. Ich habe bei ihm mehr, also in überwiegender Menge die passiven Skills ausgewählt. Dann nutzt mir Disziplin natürlich reichlich wenig. Der heilt dich. Tja. Hm. Nix mit Intelligenz und so. Jo. Wille war schon immer deine schwache Seite, mein Lieber. Der ist halt vieles, aber er ist nicht so super schlau. Okay, es bleibt erstmal so, wie es ist. Aber diese Schuhe noch, die machen Gewandtheit. Plus 1 Entschlossenheit auch nochmal. Resistent gegen Machtwirkung. Ist eigentlich toll. Das sind eigentlich tolle Stiefel. Wieso hast du eigentlich keine Stiefel? Ach, kannst du mir das mal erklären? Dadurch steigt deine Abwehr. Deine Reflexe und dein Wille steigt auch. Dann behältst du die an. Fertig. Und dieses Buch, mal kurz reingeschaut. Das ist jetzt auch nicht so schlecht auf den ersten Blick. Das ist alles sehr blau. Ja? Alles Zauber ausgewählt, die so ein bläuliches Symbol haben, überwiegend. Ah ja, behalt's mal. Das muss Arlot beurteilen. Das weiß ich jetzt nicht. So. Damit bin ich in Stauholz durch. Für den Moment. Quests. Was habe ich denn zu tun? Das, ja, bei Gelegenheit. Ich wäre erstmal drauf und dran, diese ganzen komischen Kopfgelder zu machen, weil das ja mir das Ding voll spammt. Und ich könnte es theoretisch mit Torkar versuchen jetzt. Wenngleich ein Erfolg unwahrscheinlich ist, wie mir die Quest hier sagt. Das ist scheiße. Nee, ich warte lieber noch eine Stufe. Ich hätte hier... Ich glaube, ich segle als nächstes mal Richtung, wie heißt das, Todeslicht. Ich habe zwar die Queste mit Rede mit Alice im Wunderland schon gemacht, aber trotzdem sollte ich da mal hingehen und Hallo sagen. Vielleicht gibt es da noch weitere Questen, neue Händler oder irgendwas. Ja, genau. Und von Stauholz aus werde ich dann einfach mal ein bisschen die Karte erkunden und mal schauen, wer mir irgendwie so vor die Kanonenrohre fährt. Und mit diesem schönen Ding geht's weiter ab dem nächsten Teil. Bis dahin!